Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederich, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um den geplanten Stellenabbau bei IBM. Was ist Arbeitnehmern zu raten? In den letzten Tagen war es in der Presse, IBM hat wohl die Arbeitnehmervertreter aufgefordert, Verhandlungen über Interessenausgleich und Sozialplan aufzunehmen. Man will gerade im Bereich Service-Segmente wohl umstrukturieren und möglicherweise auch Stellenabbau betreiben. Was sollten Arbeitnehmer jetzt beachten? Zunächst einmal, das ist jetzt kein Beispiel von IBM, sondern von einem anderen großen Arbeitgeber. Von verschiedenen großen Arbeitgebern, aber in einem Fall war es mal sehr krass, da habe ich auch sehr frühzeitig schon Arbeitnehmer beraten. Da ging es darum, dass in der Presse die Meldung kam, bei diesem Unternehmen werden Stellen abgebaut insgesamt, aber kündigt wird natürlich nicht. Das ist, hört sich immer nicht so gut an, ja. Man wird nicht kündigen und dann fragt man sich immer, wie soll es dann gehen? Naja, Leute gehen in Altersteilzeit und dann hat man aber in der Praxis dann festgestellt, als Berater von Arbeitnehmern, dass da doch ganz erheblicher Druck aufgebaut wurde, um zu Aufhebungsverträgen zu kommen. Und als das nicht so richtig klappte, hat man großflächig umstrukturiert. Und dann ist Folgendes passiert. Wie gesagt, ich will nicht behaupten, dass das hier bei IBM passieren könnte, aber ich habe es in der Vergangenheit oft genug erlebt, dass im Zuge von Umstrukturierungen Abteilungen geschaffen werden, die eigentlich langfristig nicht benötigt werden. Da wurden dann die Mitarbeiter reinsortiert, die man auch ebenfalls langfristig meinte, nicht zu benötigen. Und die bekamen dann besondere Aufgaben dieser Abteilungen, die eben, wie gesagt, tatsächlich eigentlich wohl nicht benötigt wurden. Das war vielleicht eine Zeit lang für Leute, die eher gerne nicht so viel arbeiten, ganz nett. Dann wurde aber diese ganze Abteilung wegrationalisiert, beziehungsweise man hat dann eine unternehmerische Entscheidung getroffen, dass man diese Aufgabe künftig nicht mehr wahrnehmen wird. Konnte man auch gut begründen, die waren nämlich völlig überflüssig und sinnentleert. Und dann hat man die auf diesen Bereich fallenden Mitarbeiter gekündigt. Und das ist dann in der mit der Kündigungsschutzklage schwerer anzugreifen, weil man hier erstmal der Arbeitgeber sagt, ich habe ja hier die Sozialauswahl auf diesen einen Bereich beschränkt, weil die sind alle vergleichbar, mit den anderen Mitarbeitern sind die alle gar nicht mehr vergleichbar, die machen ja ganz andere Sachen und die anderen Mitarbeiter wurden dann auch in der Zwischenzeit geschult und gefördert und weitergebildet und man hat auch danach schon vorher natürlich immer ein bisschen sortiert, wie ist so der Stand und das ist dann im Zweifel in einer Kündigungsschutzklage durchaus etwas schwieriger. Letztendlich hat es auch damals dem Arbeitgeber nicht so viel genutzt, er hat trotzdem die Klagen gehabt und man hat dann trotzdem gute Abfindungen erzielt. Aber was will ich sagen? Ich will sagen, als Arbeitnehmer sollte man frühzeitig Augen und Ohren offen haben, ob man vielleicht hier in so eine Falle läuft und sollte sich auch gegen Versetzungen und Umsetzungen und Zuweisungen neuer Arbeitsaufgaben, neuer Abteilungen wehren, soweit das möglich ist. Das muss man im Einzelfall mal gucken, was geht da, was geht nicht. Vorsicht ist immer bei Änderungsverträgen geboten. Also wenn der Arbeitgeber ankommt und will eine Unterschrift unter einen Änderungsvertrag zum Arbeitsvertrag, dann ist es immer gefährlich, weil dann weiß ja der Arbeitgeber offensichtlich schon selber, dass es nicht einfach so per Weisung geht. Ja, und dann muss man als Arbeitnehmer ganz genau überlegen, ob man da mitmacht. Ja. Dann wichtig ist auch, dass man in solchen Fällen, wo man im Unternehmen so eine Unruhe bemerkt, zum eigentlichen Panik gerät, also insbesondere auch keine Entscheidung trifft, die man später vielleicht bereut. Und ich empfehle immer noch, seine Rechtsschutzversicherung zu prüfen. Hat man wirklich eine Rechtsschutzversicherung? Hat die auch Arbeitsrecht abgedeckt? Denn man wird sie wahrscheinlich in der Zukunft brauchen.
Die Rechtsschutzversicherungen haben immer so Wartefristen von 3 bis 6 Monaten. Wenn in dieser Zeit schon eine Kündigung kommt, dann hat man keinen Deckungsschutz. Aber mit den Kündigungen dauert es ja meistens ein bisschen länger, sodass man oft noch seinen Versicherungsschutz hinbekommt. Ja? Ich würde dann lieber ein paar Euro mehr zahlen und dafür eine Versicherung nehmen, wo ich wirklich nur diese 3 Monate Wartefrist habe. Ja, das mal so erstmal im Moment. Konkreteres wird man sehen, wenn Sozialplan, Interessenausgleich da sind. Auf jeden Fall lohnt sich auch bei einem Sozialplan, auch beim Interessenausgleich eine Kündigung, Schutzklage bei einer Kündigung immer. Ja? Weil das, was im Sozialplan steht, kriegt man ja sowieso. Und durch die Kündigungsschutzklage kann man eben versuchen, zum einen vielleicht doch die Kündigung abzuwenden, zum anderen natürlich seine Leistungen zu verbessern. Die Arbeitgeber sind ja auch nicht von hinterm Mond und die werden ja auch anwaltlich gut beraten. Die versuchen natürlich immer irgendwelche Druckmittel da reinzubauen in die Verträge, also in den Interessenausgleich, Sozialplan. Das sind so Namenslisten, wenn der Betriebsrat sich darauf einlässt, die verhindern dann immer, dass man die Sozialauswahl, kann man die nicht mehr so gut angreifen auf Arbeitnehmerseite. Zum anderen dann irgendwelche Turbo-Speed-Prämien, irgendwelche Transfergesellschaften, immer so Konstruktionen, wo man dann natürlich immer überlegen muss als Arbeitnehmer, warum macht der Arbeitgeber das? Weil er mir einen Gefallen tun will. In der Regel will er sich einen Gefallen tun. Und jetzt ist das, wenn sich der eine selbst einen Gefallen tut, dann ist es meistens für den anderen nicht so gut. Es gibt so ein bisschen Ausnahmen für die Transfergesellschaften, wird natürlich dann auch so staatliches Geld benutzt, Kurzarbeitergeld und so weiter. Da kommt dann von außen nochmal Geld rein. Wenn sich das jetzt geschickt geteilt wird, kann man auch sagen, okay, da hilft es dann vielleicht mal. Aber das ist eher die Ausnahme. Meistens sind diese Regelungen nach meiner Erfahrung eher für den Arbeitgeber vorteilhaft. Und auf Arbeitnehmerseite sollte man sich lieber nicht einschüchtern lassen. Der Betriebsrat macht manchmal mit, fragt man sich dann so, ja, warum macht er das eigentlich so mit? Natürlich, gerade wenn nicht alle Mitarbeiter gekündigt werden, muss der Betriebsrat ja auch überlegen, wie er sich da positioniert. Und dann wird eben manchmal auch in den sauren Apfel gebissen, dass man versucht, bestmögliche Regelungen zu finden, aber dann eben auch das Arbeitgeberinteresse sieht, weil das ja auch für die verbleibenden Arbeitnehmer auch ein Interesse ist, dass das Unternehmen vernünftig weiterläuft. Ja. Gut, aber man muss sich immer als der vielleicht auf der Abschlussliste steht, muss man sich immer überlegen, welche Interessen man eigentlich hat. Und das sind dann in der Regel doch nur noch die eigenen Interessen. Und sich da bestmöglich aus der Affäre zu ziehen, ist dann das Ziel. Am besten natürlich die Kündigung komplett abzuwehren, wenn man so einen guten Arbeitgeber hat. Oder eben möglichst viel Geld rauszuholen. Das hört sich jetzt so ein bisschen raubtierhaft an. Aber das, ein anderes Interesse kann ich auf Arbeitnehmerseite nicht identifizieren. Denn diese, auch wenn man sehr mit dem Unternehmen verbunden war, emotional, das Unternehmen wird man, wenn man gekündigt wird, in der Regel danach nicht mehr so lieben wie vorher. Egal, ob man sich gewehrt hat oder nicht. Und deswegen ist es in der Regel aus meiner Sicht besser, sich zu wehren. Ja, wir bleiben am Ball, auch bei diesem Thema, auch bei anderen Themen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Tschüss.